Die Leute sagen, das Leben ist ein Lied. Für den einen ein fröhlicher Marsch, für den anderen eine traurige Melodie. Doch zur Weihnachtszeit singen wir alle. Wir alle singen das Lied von der Weihnacht. Schöne Weihnachten! Sing ein Lied von der Weihnacht, oh welch eine fröhliche Zeit. Glocken an der vollen Wiegen und halten sie an sich weit. Sing vom Geheimnis der Christnacht und werde die Engel von fern. Schaut in den Himmel dort oben, überall leuchtet der Stern. Weihnachtszeit, voll Süßigkeiten, Liebe und Glück. Schenkst du Freude bei dir, sie so blüht. La 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 la. Verzeihung, Mr. Scrooge. Tibbetts. Entschuldigen Sie, Sir. Verschwinde, du Nichtsnutz! Pratchett, holen Sie diese Kohle zurück! Ja, Mr. Scrooge. Oh, Entschuldigung. Fröhliche Weihnachten, Onkel Ebenezer. Humbug. Weihnachten ist Humbug? Das kann nicht dein Ernst sein. Und ob. Fröhliche Weihnachten. Welches Recht hast du, fröhlich zu sein, so bettelarm wie du bist? Und mit welchem Recht bist du so übel gelaunt, so reich wie du bist? Ich bin reich, weil ich erkannt habe, dass Weihnachten ein Fest für Narren ist, die zwar ein Jahr älter, aber keinen Pfennig reicher geworden sind. Und wenn es nach mir ginge, würde jeder Dummkopf, der herumläuft und fröhliche Weihnachten ruft, ausgestopft wie ein Truthahn und mit einem Spieß im Herzen begraben werden. Onkel. Neffe! Du feierst Weihnachten auf deine Weise und ich auf die meine. Feiern? Aber du feierst doch gar nicht. Nein, ich bin zu beschäftigt. Ich kann keine Zeit mit diesem Blödsinn verschwenden. Neffe! Verschwenden? Für mich war Weihnachten immer die schönste Zeit. Sogar wenn man den heiligen Ursprung beiseite lässt, ist Weihnachten immer noch ein freudiges, wundervolles Fest.
Es ist die einzige Zeit im Jahr, in der die Menschen ihre Herzen öffnen und Fremde behandeln wie Freunde. Und deshalb, Onkel, obwohl es mir noch nie eine Münze in die Taschen gebracht hat, sage ich, Gott segne Weihnachten. Schenk uns doch ein Lächeln, Onkel. Morgen ist Weihnachten. Auf Wiedersehen. Meine Frau und ich laden dich zum Essen ein. Auf Wiedersehen. Na gut, fein, wie du willst. Aber ich lasse mir die Weihnachtsstimmung nicht verderben. Dann also fröhliche Weihnachten, auf Onkel. Auf Wiedersehen, Neffe. Und ein glückliches neues Jahr. Auf Wiedersehen. Scrooge und Marley, richtig? Habe ich das Vergnügen mit Mr. Scrooge oder Mr. Marley? Mr. Marley ist tot. Er starb auf den Tag genau vor 7 Jahren. Meine Güte. Wie auch immer, ich bin sicher, dass Ihre Großzügigkeit hinter der Ihres verschiedenen Partners nicht zurücksteht. Hier sind Sie, Mr. Scrooge. Das sind nur 5 Brocken. Wo ist der 6., hä? Der Schnee, Sir. Zurück an die Arbeit. Kohle ist nicht billig, wie Sie wissen. Großzügigkeit. Ja, in dieser festlichen Zeit sollte man Mitgefühl für die Armen und Notleidenden zeigen, die es jetzt besonders schwer haben. Welche Summe dürfen wir für Sie notieren? Nichts. Oh. Ah, Sie wünschen, anonym zu bleiben. Nein, ich wünsche, in Ruhe gelassen zu werden. Ich bin nicht fröhlich an Weihnachten. Und ich kann es mir nicht leisten, faule Leute fröhlich zu machen. Aber ich trage meinen Teil bei. Mit meinen Steuern bezahle ich Gefängnisse und Arbeitshäuser. Sollen die Armen doch dorthin gehen? Viele würden lieber sterben. Sollen sie doch. Dann wird wenigstens die Überbevölkerung verringert. Aber, Sir, Tausenden fehlt es am nötigsten. Das ist nicht meine Angelegenheit, Gentlemen. Auf Wiedersehen. Aber, Mr. Scrooge... Debit! Nein! Hallo? Verschwinde, Bettler! Nein, Sir. Das ist mein Sohn, Tim. Oh, Sie haben Familie? Er ist ziemlich schmächtig. Meine ich. Ja, das ist er. Er ist unser kleiner Tim. Ja. Ich nehme an, Sie möchten morgen den ganzen Tag frei haben, stimmt's? Wenn es sich einrichten lässt, Sir. Nun, es lässt sich nicht einrichten. Und es ist nicht fair. Wenn ich es Ihnen vom Lohn abziehen würde, dann kämen Sie sich betrogen vor, richtig? Aber wenn ich Ihnen einen Tageslohn für nichts bezahle, finden Sie das in Ordnung, hä? Es ist nur einmal im Jahr, Sir. Eine feine Entschuldigung dafür, mich an jedem 25. Dezember zu berauben. Aber ich glaube, ich werde wohl nicht darum herumkommen. Seien Sie wenigstens am nächsten Morgen eine Stunde früher hier. Ja, Sir. Danke, Sir. Und natürlich ein fröhliches... einen fröhlichen Abend, Sir. Komm, mein Sohn. Er mag mich, Vater. David! Mach das Licht aus, du Nichtsnutz.
Dieser alte Schuft ist kalt wie Eis. Und du hast mich mit dem Glühwein verbrannt. Damage! Los. Lass mal nachmachen. Ja, das wird doch noch. Das wird. Was darf es heute sein, mein Herr? Ein Topf für mich, Reste für meinen Hund und schnell, wenn ich bitten darf. Jeden Tag das Gleiche. Das billigste Gericht auf der Karte. Und dabei könnte er sich jeden Abend ein Festmahl erlauben. Dieser alte Geizhals. Ach was, von dem lassen wir uns die Feiertage nicht verderben, oder? Sagst es. Alter Geizhals, dir will ich's zeigen. Jetzt ist Weihnachtszeit, Freunde seid bereit. Überall herrscht Freude, Lust zu feiern, weit und breit. Die Zimmer sind geschmückt, der Stollen ist geglückt. Vergesst nur nicht die Menschen, die weit weniger bestückt. Spendet mir die Gaben, denen, die nicht tanken. Denn jetzt kommt die Zeit, wo man gern Freude schenkt. Wie denn Freude schenken? An die anderen denken, wie man an sich denkt. Zum Beispiel, schenke ein Stück Kuchen. Oder ein Glas Wein. Und für einen Knochen wird der Hund dir dankbar sein. Erfülle mal ein Glas, teile, was du hast. Gib mit vollen Händen und die Freude wird dein Gast. Schön ist auch zu schenken, an die anderen denken. Gutes tun macht glücklich und erfreut auch dich. Jetzt zu froher Stunde, auch mal eine Runde. Trink dein Glas auf mich. Denn ein Grund zu beschenken, nicht nur zur Weihnachtszeit, ist der Freude schenkt, an die anderen denkt, macht sich immer gibt einem Bettler Geld und er kauft sich Bier dafür. Und anstatt schon hinter Gittern steht er bald vor deiner Tür. Danach kommt er nochmals wieder und will sicherlich noch mehr. Was ist das für eine Wohltat? Sind die eigenen Taschen leer? Rolle nicht alleine, doch keine gute Tat bleibt ungestraft auf dieser Welt. Wenn du gut und nett bist, falsche Nettigkeit ist dumm und bringt kein Geld. Seht den Schnee leise fallen, wird dein Herz nicht warm. Wer nur lebt für Geld, einsam auf der Welt, ist im Herzen arm. Schön ist doch zu schenken, an die anderen denken. Glück bedeutet mehr als Reichtum und Gewinn. Wenn an andere denken, ihnen Liebe schenken, ist es Liebe. Bedienung, das Einzige, was du von mir bekommst, ist ein guter Rat. Besorgt euch einen neuen Koch. Euer Eintopf schmeckt wie Reste für den Hund. Reste für den Hund. Bitte, Sir. Jacob.
Humbug. Ich glaube nicht an dich. Sei ruhig, da ist nichts. Ach, du alter Narr, benimmst dich wie ein Dummkopf. Es gibt keine Geister. Was ist los, David? Hey! Sieh mich an, Ebenezer. Im Leben war ich dein Partner. Jacob Marley. Man sagt, du hättest kein Herz, Jacob. Jetzt sehe ich, dass es stimmt. Du glaubst also an mich. Das tue ich nicht. Wahrscheinlich bist du nur eine Verdauungsstörung, verdorbenes Fleisch oder zu viel Senf. Ich glaube, du kommst aus der schlechten Soße und nicht aus dem Grab. Gnade! Warum suchst du mich heim? Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Mein Schicksal soll dir erspart bleiben. Du meinst diese ganzen Eisenwaren? Diese Kette habe ich selbst in meinem Leben geschmiedet. Glied für Glied. Dieses Glied, als ich die weißen Kinder auf die Straße setzen ließ. Und dieses, als ich die alte Mrs. Avery betrogen habe. Deine Kette war schon vor 7 Jahren so lang und schwer. Du solltest sie jetzt mal sehen. Ebenezer. Ich sehe keine Kette. Ich sehe sie. Und sie ist gewaltig. Es ist unsere oberste Menschenpflicht, unseren Nächsten Gutes zu tun. Wenn wir diese Pflicht zu unseren Lebzeiten versäumen, sind wir dazu verdammt, Nächstenliebe nach unserem Tode zu üben. Siehst du dort diese Bettlerin? Nicht meine Angelegenheit. Menschlichkeit geht uns alle an. Bitte nehmt das. Und das auch für das Baby. Wenn uns dann endlich klar wird, dass wir einander helfen müssen, ist es gewöhnlich schon zu spät. Aber wenn wir tot sind, können wir auf Erden nichts Gutes mehr tun. Doch ich habe gute Nachrichten. Heute Nacht, an meinem Todestag, habe ich die Chance, dich zu warnen, Scrooge. Vielleicht kannst du meinem Schicksal entgehen. Wirklich? Du kommst mich einfach besuchen und dann ist alles wieder in Ordnung? Beinahe. Wir werden außerdem 3 Geister
erscheinen. Ohne mich. Ohne ihren Besuch gibt es keine Hoffnung für dich, dass du deine Ketten abwerfen kannst. Das ist mir egal, Jacob. Ich mag Ketten. Keine Geister, hast du gehört? Keine Geister. Erwarte den ersten, wenn die Uhr einschlägt. Keine Geister! Bah! Humbug! Morgen, Ebenezer Scrooge. Bips, bist du der erste Geist, von dem Jacob gesprochen hat? Volltreffer, werter Herr. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Der ganzen Vergangenheit? Nein, nur eurer Vergangenheit. Kommt mit! Es ist zu eurem eigenen Besten. Eine Nacht ungestörten Schlafes wäre bestimmt besser für mich als das hier. Jetzt seid mal nicht so zimperlich, Scrooge. Ich bin nicht aus Nebel und Mondlicht gemacht wie du. Ich werde fallen. Nein! Nein! Oh, hört doch endlich auf zu jammern. Du bist keine Hilfe, David. Lass los. Hier war ich doch als Junge. Stimmt, werter Herr, das war eure Schule. Erinnert ihr euch noch an den Weg? Erinnern? Ich würde ihn mit verbundenen Augen finden. Oh ja. Oh, meine Schuhe. Staub und Holzrauch. Was ihr hier seht, sind nur die Schatten von dem, was einmal war. Sie können uns nicht sehen. Oh. Selbstverständlich. Warum hast du nicht daran gedacht, du Trottel? Ein kleiner Junge, ganz allein, vergessen von seinen Freunden und zurückgewiesen von seinem Vater, der ihn hierher gebracht hat. Das bin ich. Ich. Armer, vergessener Junge. Ich wurde nie für die Festtage nach Hause eingeladen. Allein verlassen. Ich wünschte... Was denn, werter Herr? Gestern war ein Junge an meiner Tür. Ich wünschte, ich hätte ihm etwas gegeben. Das ist alles. Das habt ihr, werter Herr. Eine Handvoll Kohlen. Das ist Robinson Crusoe. Ja, ich erinnere mich an diesen Tag. Er war mein liebster Romanheld. Meine Güte, dann seid ihr ja schon einmal von Geistern besucht worden.
Unterlass deine Scherze, Schatten. Nur noch die Katze und ich sind hier mal wieder allein. Doch an der Wand tanzen Schatten und sie laden zum Träumen mich ein. Ich schlag das Ungetier und ich servier zum Fest in aller Welt, während ich jonglier. Ich reite auf einem Ball, finde einen Gral, kämpfe auf einen Stier, dafür gibt's Jubel überall. Als König ganz allein kann ich glücklich sein, ziehe ich das Schwert hier aus dem Stein. Einsam im Haus macht mir nichts aus, kommen die Schattenfreunde raus. Doch wenn das Licht ausgeht, ist für Schatten schon zu spät. Einsam, weit und breit, nur Dunkelheit. Sehen wir uns doch noch ein anderes Weihnachten an. Bah, Humbug! So viele einsame Weihnachtsfeste. Ja, doch dieses war anders. Abby! Ben! Oh. Abby! Meine kleine Schwester. Wir fahren jetzt nach Hause, liebster Bruder. Nach Hause? Aber mit Vater nicht. Ich pfeife auf Vater. Ich lade dich ein. Wir sind eine Familie und ich habe Vater gesagt, dass ich dich zu Hause haben will. Süße kleine Fan. Die süße Fan. Ein so großes Herz in einem so kleinen Geschöpf. Sie ist früh gestorben und hinterließ ein Kind, wenn ich mich recht erinnere. Ja, yeah, meinen Neffen Fred. Leb wohl, du elende alte Schule! Fan hatte recht. Wir hatten sehr schöne Weihnachten, trotz Vater. Ich wünschte, sie wäre noch am Leben und würde mich wieder nach Hause einladen. Das hat sie. Durch ihren Sohn Fred. Versteht ihr denn nicht, werter Herr? Ihre Güte lebt in ihm weiter. Ja, nun, ich wünschte... Vergiss es. Besuchen wir doch noch eine andere gute Seele. Aber das ist ja der alte Fezziwig, mein Chef. Nicht zu fassen. Er hat sich kein bisschen verändert. Ho, ho, ho. Hallo da drüben. Ebenezer. Dick. Schluss für heute mit der Arbeit. Es ist Heiligabend, Jungs. Jetzt schafft hier erstmal ein wenig Platz. Danke, Sir. Damals war ich Lehrling. Und zwar ein guter. Der alte Fezziwig hat mich wie seinen eigenen Sohn behandelt. Der Gute. Ja. Auffordern? Oh, geil! Vorsicht! Die
Vielen Dank für das schöne Der gute alte Fezziwig. Kannst du mir einen besseren Chef zeigen? Er hat ein wenig Geld für ein Fest ausgegeben. Was denn daran so toll? Ein wenig Geld? So viel Freude kann man nicht mal mit einem ganzen Vermögen kaufen. Es lag in seiner Macht, uns glücklich oder unglücklich zu machen. An ihm lag es, ob unsere Arbeit eine Freude war oder eine Plackerei. Da muss er ja ein echtes Vorbild für euch gewesen sein. Und nun? Nichts Besonderes. Ich würde nur gerne etwas zu Bob Cratchit sagen. Das ist alles. Komm. Meine Zeit läuft ab. Das ist Belle. Gute Nachrichten, mein Liebling. Rate, was ich hier habe. Gibst du mir einen Tipp, Ebenezer? Es ist klein und rund und golden und es bedeutet Zukunft. Etwa ein Ring? Nein, das ist der Profit aus meinem ersten eigenen Geschäft. Ist das nicht wundervoll, Belle? Jetzt werde ich sicher erfolgreich sein. Hör auf zu quatschen, du Dummkopf! Belle? Sie gingen wir zusammen. Doch du scheinst nicht zu verstehen, wenn uns dieser Streit einmal entzweit. Muss ich einsam weitergehen? Wohin wird der Weg uns führen? Weißt du nicht, wohin du gehst? Seltsam, dass mir scheint, was so uns vereint, ist, dass du mich nicht verstehst. Geh diesen Weg mit mir, geh ich diesen Weg. Sag, dass ich dich nicht verliere und geh diesen Weg mit mir. Wer bezahlt mir schon mein Träumen? Wer nur in Gefühlen treibt? Verliert Ziel und Sinn und auch seinen Gewinn zu dem Reichtum, der mir bleibt. Bist du diesen Weg mit mir? Ich spüre, dass ich dich verliere. Ist unsere Liebe schon vorbei? Sag's und ich geb dich frei. Dieses Leben ist gefährlich und schrecklicher. Leichter, wenn man es mit Liebe braucht. Muss es schon zu Ende sein, es ist Zeit für mich zu gehen. Du wirst mich nie verstehen. Gib mir eine letzte Chance. Ich geh diesen Weg. Nein. Lauf ihr nach, du Narr! Lauf! Halt! Ich will nichts mehr sehen. Wie ich schon sagte, dies sind die Schatten der Vergangenheit. Ich bin nicht verantwortlich für eure Entscheidungen. Warum quälst du mich so, Geist? Lass mich in Frieden, bitte! Bring mich zurück und suche mich nicht mehr heim! Geist! Was für ein schrecklicher Traum! Ach, ich alter Dummkopf, weine im Schlaf wie ein Baby! Ach, das werde ich mir nicht mehr gefallen lassen. Hört ihr mich, ihr Geister? Schluss damit! Hört auf!
blöder Hund. Was zum Teufel? Komm heraus, Ebenezer Scrooge. Ja, verschwinde, lass mich in Ruhe. Komm heraus und tritt mir gegenüber. Oh Gott. Scrooge, ich bin der Geist der heutigen Weihnacht. Nein! Geh fort! Ich wette, so einen Gast wie mich hast du noch nicht gehabt. Da bin ich ganz sicher, Madam. Darauf kannst du dein Bett verwetten. Auch mit meinen älteren Schwestern hattest du es noch nicht zu tun. Ich fürchte, nein. Hast du viele Schwestern, Geist? Mehr als 1900. Komm, berühre mein Gewand. Und nach dem letzten Geist würde ich das lieber nicht tun. Du hast keine Wahl, du mürrischer Dickkopf. Komm. Ich kann meinen Hund doch nicht alleine lassen. Ich muss bei ihm bleiben. Siehst du? Dann nimm ihn doch mit. Oh. Ich muss einen Riegel an diesem Fenster anbringen. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten für alle! Fröhlichen Humbug! Was? Jetzt schon ein Rückfall? Nun, ich meine ja nur, warum werde ich selbstsüchtig genannt, wo... Ja? Wo Weihnachten doch ein selbstsüchtiges Fest ist. Was? Hilfe! Und jetzt sage mir, Scrooge, war das selbstsüchtig? Ja, denn du hast mich nur gerettet, damit du mich weiter belästigen kannst. Was für eine harte alte Walnuss du doch bist. Wollen doch mal sehen, ob ich dich nicht vom Gegenteil überzeugen kann. Oh, ich bin so glücklich. Das war ein wunderbares Weihnachtsfest. Martha, liebes, bleiben wir dein Vater und dein Bruder. Ja, hier. Da kommen sie ja. Geist, wer sind all diese Leute? Was haben sie mit mir zu tun? Bleib ganz ruhig. Einen schönen Abend, Mrs. Cratchit. Und hallo, all ihr kleinen Cratchits. Guten Abend, Vater. Hallo, Tim. Cratchits, ich wusste nicht, dass Sie so bescheiden leben. Ach, was hast du denn geglaubt bei dem Gehalt, das du ihm zahlst? Wie war die Kirche? So gut wie Gold. Nein, besser. Was? Es gibt etwas Besseres als Gold? Oh, ich habe vielleicht einen Hunger. Ich könnte einen ganzen Truthahn essen. Was ist jetzt? Wollt ihr reden oder essen? Essen! Das hat aber gut geschmeckt. Unsere Mägen werden es dir danken, Mrs. Cratchit. Hört, hört! Es hat wunderbar geschmeckt. Ja, es ist am liebsten noch mehr essen. Und ich trinke auf den Spender dieses Festmahls, Mr. Scrooge. Spender dieses Festes, dass ich nicht lache. Ich wünschte, er wäre hier. Dann würde ich ihm etwas erzählen, aber das wäre kein Fest für ihn. Aber, Liebes, heute ist Weihnachtstag. Geiz also oder nicht, ihm verdanken wir das Huhn, was deutlich für ihn spricht. Das Hühnchen war sehr gut, nur leider etwas klein. Doch wir sollten Mr. Scrooge als Spender dankbar sein. Was? Ich möchte nicht verstehen, dass bei Licht besehen diesem armen Mann es nur an Liebe fehlt. Du und dein Verständnis,
Wenn man's recht bedenkt, ist Geld nur seine Welt. Mr. Scrooge verdient Mitleid, denn er hat nie erlebt. Wenn man nicht nur nimmt, Freude macht bestimmt, wenn man anderen gibt. Er ist so bedauernd, soll er doch versauern. Ich hab euch und ihm bleibt nur sein Geld als Toast. Lasst das Glas uns heben, hoch soll er heute leben. Auf den Geld als Toast. Oh, ich sorge für ihr Einkommen. Und das ist also der Dank dafür. Du bist zu gut für Scrooge, Bob. Aber ich trinke auf seine Gesundheit, weil es dich glücklich macht. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Ich wette, dass er glücklich genug ist mit all dem Geld, das er besitzt. Sehr gut. Und jetzt wird abgeräumt. Ich mach schon, Tim. Geh dich aufwärmen. Kommt dir das bekannt vor? Auf dem Weg von der Kirche nach Hause sagte er, dass die Leute hoffentlich gesehen haben, dass er krank ist. Und dass es schön wäre, wenn sie Gott dankbar sind, dass sie gesund und zufrieden leben können. Ich bin es. Du bist was? Nichts, gar nichts. Robinson Crusoe. Arsinoe, das ist kurz bevor die Piraten angreifen. Oh je, vergiss es wieder. Ich wollte dir nicht den Spaß verderben. Oh, aber es ist so aufregend. Ja, lies nur weiter. Lies, lies. Ein bemerkenswerter Junge, aber so zerbrechlich. Geist, sag mir, wird der kleine Tim überleben? Ich sehe einen leeren Stuhl am Kamin. Und eine Krücke, die niemand gehört. Wenn sich die Schatten der Zukunft nicht ändern, wird das Kind sterben. Nein! Oh nein, Geist sagt, dass er leben wird. Wenn er stirbt, verringert das die Überbevölkerung. Das hast du doch gesagt. Stimmt's? So habe ich das gar nicht gemeint. Denke das nächste Mal daran, wen du meinst, wenn du von Überbevölkerung sprichst, Scrooge. Niemand ist wertlos und hat es nicht verdient zu leben. Nicht einmal du. Ein fröhliches Weihnachtsfest, meine Lieben. Fröhliche Weihnachten, Vater. Gott segne uns. Ja, Gott segne uns alle. Hört! Ich bin so froh, am Weihnachtstag bei meiner wundervollen Familie sein zu dürfen. Ach, ich wünschte, ich hätte auch eine Familie. Aber die hast du doch, du Dummkopf. Wo sind wir hier? Im Haus deines einzigen lebenden Verwandten. Es ist jedes Jahr dasselbe. Neffe Fred. Und dann sagte der alte Knabe, Weihnachten ist ein Fest für Narren, die zwar ein Jahr älter, aber keinen Pfennig reicher geworden sind. Stimmt doch auch, oder? Scrooge, du müsstest dir mal zuhören. Du bist einfach zu komisch. Ich liebe dich. Und das hat dein Onkel Scrooge wirklich gesagt? Ja, und dass Weihnachten nur Humbug wäre. Nein, er ist Humbug, Fred. Pass gut auf. Das wird dir gefallen. Er ist ein seltsamer alter Kauz, aber ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Was? Nicht einmal über seinen Geiz? Nein, sein Reichtum tut ihm nicht gut. Er tut mir leid, wirklich. Aber im Angedenken an meine liebe Mutter lade ich ihn jedes Jahr ein. Es ist schwer zu glauben, aber sie liebt ihn von ganzem Herzen. Ja. Ich habe nie bemerkt, wie... Ja. Wie du hast ein ähnliches Herz gehabt. Und er hat ihr großes Herz. Und zu Ehren meiner Mutter möchte ich euch allen jetzt ein Lied beibringen, das sie und ihr Bruder Ebenezer sangen, wenn ihr Vater nicht in der Nähe war. Und ihr müsst bitte alle mitsingen. Aber gerne.
Nee, das kenne ich noch. Der Weihnachtsmann voll Wut. An dem letzten Weihnachtsabend versteckte ich mich im Haus. Und ich wartete geduldig auf den Sankt Nikolaus. Voller Neugier machte ich Licht. Und wer immer da im Zimmer stand, sehr sauber war er nicht. Und wer immer da im Zimmer stand, sehr sauber war er nicht. Die meisten Knöpfe fehlten und der Samt war abgenutzt. Seine Stiefel waren sicher schon seit Jahren nicht geputzt. Vom Hut bis zu den Sohlen, vom Scheitel bis zum Fuß. Und auf Nase, Stirn und Ohren war der Weihnachtsmann voll Ruß. Und auf Nase, Stirn und Ohren war der Weihnachtsmann voll Ruß. Jetzt ist die Misses dran. Ja, tanzt so wie ein Neger stand der Weihnachtsmann vor mir. Dreckig wie ein Schornsteinfeger, nur gekleidet nicht dafür. Es sah sich um im Raum und kam dann langsam zu mir her. Und ich dachte, als ein Wäschedienst wäre ich schon Millionär. Und ich dachte, als ein Wäschedienst wäre ich schon Millionär. Schon wieder da, 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 schon wieder da, da, da. Ja, und jetzt spricht der Weihnachtsmann. Ruhe! Ja, jetzt spricht er. Dann sprach der Weihnachtsmann mich an. Und sein Ton war resolut. Junge, komm schon, überleg nicht lang, werde Weihnachtsmann-Rekrut. Erst dachte ich an Bezahlung, doch dann an die Kleidernorm. Denn ich würde niemals Weihnachtsmann mit dieser Uniform. Denn ich würde niemals Weihnachtsmann mit dieser Uniform. Und jetzt alle zusammen! Kinder, es ist kaum zu glauben, niemals hätten wir gedacht, dass er die Klaus-Konkurrenz sogar den Vogel scheuchen macht. Seine Jacke war verschlissen und es fehlt fast jeder Knopf. Seine Hosen waren zerrissen und sein Hut fehlt ihm vom Kopf bis zu den Sohlen und vom Scheitel bis zum Fuß. Und auf Nase, Stirn und Ohren war der Weihnachtsmann voll Ruß. An der Spitze seines Hutes bis zur Sohle seines Schuhs war der Weihnachtsmann so geil, verblüht und auch recht ruckig sich verschreckt. Und im Fass denk ich schwarz und blöd, ich so verstopft, das Masker braucht mit Schmutz und Gruß mit über Fuß. Und die Socken an mir vom Fuß. Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen, Geist? Ja, Scrooge, sehr schön. Aber wir müssen jetzt trotzdem gehen. Aber es gefällt mir gerade so gut. Scrooge, mein Aufenthalt auf dieser Erde ist nur kurz. Er endet heute Nacht. Leben Geister nur so kurz? Leb wohl, Scrooge. Oh. Geist! 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 Sprich mit mir, Geist! Ich recht in der Annahme, dass du der Geist der zukünftigen Weihnachten bist? Du willst also nicht mit mir reden. Du zeigst mir jetzt bestimmt die Schatten der Dinge, die noch nicht passiert sind, ja? Geist der Zukunft, dich fürchte ich am meisten. Aber da es dein Ziel ist, mir zu helfen und da ich ein besserer Mensch als bisher werden will, Zeige mir, was sein wird. Das ist doch die Börse. Ich komme oft her. Aber wo bin ich denn heute? Nein, ich weiß auch nur, dass er gestern gestorben ist. Nun, der Teufel holt die Seinen schließlich zu sich. Was hat er wohl mit seinem Geld gemacht? Also mir hat er leider nichts hinterlassen. Meine Herren, sagen Sie mir, welcher Ihrer Kollegen gestorben ist, bitte, ja? Es wird sicher eine ganz billige Beerdigung, weil sowieso niemand hingeht. Nun ja, ich würde schon hingehen, wenn ein Essen dabei rausspringt. Guten Tag. Guten Tag. Geist, ich verstehe das alles nicht. Wer ist gestorben? Bitte, sag's mir.
Schau, was ich gefunden habe. Silberlöffel? Ob er die wohl vermissen wird? Nee, die Tage, an denen er Tee umgerührt hat, sind wohl vorüber. Wenn er gewollt hätte, dass sich jemand um seine Habseligkeiten kümmert, hätte er sich Freunde machen sollen, solange er noch geatmet hat. Du sagst es, wahrere Worte wurden noch nie gesprochen. Aha. Du willst die doch wohl nicht mitnehmen, während er noch hier liegt. Warum nicht? Er wird sich schon keine Erkältung holen ohne sie. Und ohne seine Bettvorhänge wohl auch nicht. Geist, dieser Ort macht mir wirklich Angst. Aber ich verstehe schon, das Schicksal dieses unglücklichen Mannes wird auch mir vielleicht widerfahren. Stimmt's? Das ist unerträglich für mich. Zeig mir etwas Menschlichkeit im Angesicht des Todes. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Cratchit. Die Kerze scheint so hell, dass es meinen Augen wehtut. Ich möchte nicht, dass Vater meine roten Augen sieht, wenn er nach Hause kommt. Er wird gleich da sein. Ja, er ist spät dran. Ich glaube, er geht ein wenig langsamer als früher, Mutter. Ich erinnere mich noch genau, wie er mit dem kleinen Tim auf seinen Schultern so schnell gelaufen ist. Er war so leicht und so brav. Entschuldigt die Verspätung. Warst du heute dort, Robert? Ja, Liebling. Ich wollte, ihr hättet alle mitgehen können. Es hätte euch gefallen zu sehen, wie schön grün alles ist. Ich habe ihm versprochen, dass ich am Sonntag... Mein kleiner Junge. Vater! Nein, Geist, nein! Nicht der kleine Tim! Oh, Geist, sag mir, kann die grausame Zukunft geändert werden, bitte? Ist das hier, wo dieser erbärmliche alte Mann unter der Erde liegt? Bevor ich näher hinschaue, beantworte mir eine Frage. Sind das die Schatten der Dinge, die sein werden oder nur, wie sie sein könnten? Erklär mir das bitte. Jedes Leben endet irgendwie, aber wenn man sein Leben ändert, dann muss sich auch das Ende ändern, oder? Es muss so sein. Oh. Nein! Der einsame Tote war ich. Oh. Oh nein, oh nein! Lasst mich nicht einsam sterben! Geist, hör mir zu! Ich bin nicht mehr der, der ich war! Ich habe mich geändert! Ich will Weihnachten respektieren und mein Herz das ganze Jahr über öffnen. Ich werde von der Vergangenheit lernen, in der Gegenwart leben und auf die Zukunft hoffen. Ich werde die drei Geister in meinem Herzen bewahren und mich immer, immer an sie erinnern. Bitte, bitte, lieber Geist, hör mir zu. Guter Geist, dieser Mann bin ich nicht mehr. Warum zeigst du mir die Schatten, wenn ich schon jenseits aller Vergebung bin? Bitte sag mir, dass ich die Zukunft besser machen kann, Geist! Allein gelassen. Und verlassen.
Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich habe noch eine Chance bekommen, David. Und du auch. Oh, Himmel und Weihnachtszeit, seid gelobt. Ich verspreche es, alter Jacob, ich verspreche es. Und meine Löffel sind noch da, meine Löffel. Die dunklen Schatten der Dinge, die hätten sein können, sind verschwunden. Ich weiß es genau. Ich hörte eine Weihnachtsgeschichte, die in mein Gewissen mir drang. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, der Weihnachtsgeist mir davon sang. Ich lebte ein Leben als Geizhals, der Freude verdirbt, wo er kann. Mir wurden die Augen geöffnet, heute bin ich ein glücklicher Mann. Geiz und Neid, sie hielten mich früher im Bann. Großmut, Güte, ich glaube heute fest daran. Singe das Lied von dem Wunder, der Weihnachtsgeist hat es vollbracht. Sende die Botschaft der Liebe hoch in die heilige Nacht. Frohe Weihnachten euch allen! Ein frohes Jahr für die ganze Welt! Hallo, mein kleiner Freund. Ja, du, Junge. Warte, lauf nicht weg, bitte. Hey. Was wollen Sie denn? Sag, kennst du den Geflügelladen die Straße runter? Ist Schnee weiß? Ein intelligenter Junge, ein bemerkenswerter Junge. Weißt du, ob der große Truthahn, der dort hing, schon verkauft wurde? Der so groß ist wie ich? Ja, genau der. Sag ihnen, sie sollen ihn hierher liefern und ich gebe dir einen Silbertaler dafür, mein Junge. Meinen Sie das ernst? Wenn du weniger als 5 Minuten brauchst, gebe ich dir 2. Juhu. Ja. Komm, mein treuer Freund. Wir haben viel zu tun. Ja, frohes Fest, meine Herren, und ein glückliches neues Jahr. Nein, warten Sie, kommen Sie zurück. Wir werden Sie nie wieder wegen Geld belästigen. Versprochen. Nein, bitte. Ich möchte mich für mein gestriges Verhalten bei Ihnen beiden entschuldigen. Bitte, entschuldigen Sie. Aber Sie sind doch Mr. Scrooge, oder? Ja, aber nicht der alte Mr. Scrooge. Lassen Sie mich etwas spenden, um meine Hartherzigkeit wieder gut zu machen. Bitte. Ja, natürlich. Also kommen Sie morgen in meinem Büro vorbei? Auf jeden Fall. Aber, Mr. Scrooge, warum auf einmal? Weil es zu spät ist, wenn wir erst einmal tot sind. Ja. Danke, vielen Dank, Mr. Scrooge. Ich danke Ihnen, meine Herren. Weißt du, David, ich mag dieses Gefühl. Aber an dieses ständige Lächeln muss ich mich erst noch gewöhnen. Nun, meine Lieben, wir können dankbar sein. Ich weiß nicht, wer der edle Spender ist für dieses Festmahl, aber ich wünsche einen guten Appetit. Haut rein! Ja! Oh. Frohe Weihnachten! Ihnen auch frohe Weihnachten.
Liebling, das ist Master Fred, der Neffe von Mr. Scrooge. Und das ist meine Frau. Dürfen wir hereinkommen? Oh, verzeihen Sie. Bitte kommen Sie doch herein. Wir bekamen die Nachricht, dass wir Onkel Ebenezer hier treffen sollen. Sehr dringend. Mr. Scrooge? Kommt hierher? Was habe ich nur angestellt? Wie überrascht Bob Cratchit wohl sein wird. Wie ist das? Nein, nein, du musst auch böse gucken. Ja, so. Tibbit, böse. Gut so. Gut. Cratchit! Mr. Scrooge. Was machen Sie um diese Tageszeit hier, hä? Es ist doch nur einmal im Jahr, Sir. Onkel, bitte. Ich werde das nicht länger dulden und mit ansehen. Und aus diesem Grund, da werde ich... Nein, bitte, Mr. Scrooge. Ihr Gehalt erhöhen! Gehaltserhöhung? Gehaltserhöhung? Frohe Weihnachten, Bob. Ja, mein Guter. Ein besseres Weihnachtsfest als all die Jahre zuvor. Und ab heute bezahle ich Ihnen das, was Sie auch verdienen. Ja, wirklich, ja. Ich meine es so, wie ich es sage. Jawohl, mein Guter. Ja. Auf den Spender dieses Fests, Mr. Ebenezer Scrooge. Ja, ja. Achtung, David. Ja. Damals beim alten Fezziwig. Und später werden Fred und ich euch das Lied vom rußigen Weihnachtsmann beibringen. Das werden wir. Aber jetzt lasst uns feiern. Oh, das sieht aber schön aus. Fred, mein Junge, du hast genug von deiner Mutter in dir, um einem alten Humbug zu verzeihen, ja? Willkommen in der Familie, Onkel Scrooge. Gefällt es dir, Tim? Oh ja, Sir. Vielen Dank, Sir. Wir werden dich schon gesund kriegen, junger Mann. Und dann zeigst du mir, wie man auf dem Eis schlittert. Ja. Ja, Sir. Das mache ich. Und dem Hund auch. Gott segne uns. Gott segne uns alle. Ja. Und Scrooge war so gut wie seine Worte. Nein, besser. Er war wie ein zweiter Vater für Tim. Er wurde ein guter Freund, ein guter Vorgesetzter und ein genauso guter Mann wie irgendein anderer auf der Welt. Und er behielt Weihnachten in seinem Herzen. Für immer.